Mein Name lautet Serenada. Ich bin eine Art Bibliothekarin für Träume. Träume sind Manifestationen einer Erinnerung, die jemand hegt und dann im Internet hochlädt. Was? Ich hoffe, meine Träume landen nicht im Internet. Habe ich euch schon erzählt? Ich habe einfach gestern geträumt, dass ich nach Japan musste und habe dort einen Job in einem riesigen Anwesen gekriegt. So ein riesiges Schloss war das. Die brauchten da Mais. Ne? Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt muss ich mich richtig benehmen und richtige Maid sein und so. Ich kann das so gar nicht. Ich krieg nicht mehr meinen Haushalt auf die Reihe, meinen eigenen. Und ich habe halt kein Japanisch verstanden. Und ich dachte erst so, oh mein Gott, ich blamier mich total zwischen den ganzen Maids. Die waren erstmal so voll vornehm und höflich und so. Aber sobald die Herrin weg war, ne, der das Anwesen gehörte, waren die alle am Saufen. Ich weiß nicht warum. Und die waren übel am Party machen. Und ich war so da, Nihongo Janai. Das war richtig awkward. Ich wollte arbeiten und letztendlich waren die am Party machen und ich saß einfach so richtig wie so ein Außenseiter in der Ecke rum. Kann kein Japanisch, verstehe gar nichts. Warum machen die das?